Hallo Schütze, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für diese letzte Woche, Monat Januar, ja, für dich steht. Schauen wir mal zusammen, Schütze. Hinter dem Deck habe ich den Hierophant, Schütze, der Hierophant und die Herrscherin ist nämlich auch auf dem Tisch. Also irgendwie spüre ich hier eine wichtige Beziehung zu einer Person, eine wichtige Beziehung, die ja, mit einer Ehefrau oder Ehemann zu tun hat. Also irgendwie, es gibt hier mit der Hierophant eine wichtige Beziehung, ja. Wir reden schon über ernste Kompromisse, was ich hier jetzt gerade auf dem Tisch habe. Und natürlich gibt es hier manche Konflikte, ne? Es gibt hier irgendwie diese Konflikte für nächste Woche, weil jemand irgendwie was machen möchte. Es gibt hier eine Person, die irgendeine Handlung machen möchte, wirklich machen will, aber es zeigt sich hier. Also es müssen wirklich wichtige Gespräche geführt werden. Ich sehe hier wichtige Gespräche. Wichtige Gespräche mit einer wichtigen Person. Sternzeichen Löwe, Stier ist bei dir zu sehen. Stier sehr präsent, Sternzeichen Waage. Irgendwie gibt es hier eine Person, die eine Situation manipulieren möchte. Es gibt hier so eine gewisse Manipulation, die ich hier spüre. Wenn du mir sagst, dass das hier für dich mit Arbeit zu tun hat, dann ist das halt so, ja, weil der Hierophant, wie gesagt, und die Herrscherin sind auf dem Tisch, sind wichtige Energien, ja. Und du siehst ja, irgendein Gespräch, eine Kommunikation ergibt sich hier. Eine Person möchte wirklich eine Handlung machen. Schau mal bitte jetzt hier. Schütze. Also die Herrscherin, 9 der Schwerter, 5 der Schwerter. Ich muss schon sagen, ist eine sehr interessante Energie für dich, ja, Schütze. Also auf jeden Fall wirst du natürlich mit mehreren Menschen zu tun haben. Die Herrscherin spricht ja für eine Mutter. Es kann natürlich auch ein Vater sein. Wir reden ja nur über Energien, aber es gibt hier eine liebe Person und das ist die Herrscherin. Die Herrscherin ist die Königin, alle anderen Königinnen. Ist eine wichtige Energie, was ich hier habe. Ist ein großer Arkana. Ja? Und großer Arkana, genauso wie der Hierophant. Ich rede schon über eine ernste Beziehung. Diese Person kann in manchen Fällen für deine direkte oder deine eigene Mutter reden. Deine eigene Mutter, deinen eigenen Vater, eine wichtige Schwester irgendwie. Eine ältere Schwester, älter als du oder irgend so eine Situation gibt es hier. In manchen Fällen. Ich spüre hier einfach eine familiäre Situation, wenn ich dir ehrlich bin. Es hat hier wirklich sehr viel mit der Familie zu tun und in manchen Fällen handelt es sich hier um etwas, was du machen möchtest, eine Handlung, die du machen möchtest und irgendwie eine Person sehr viel Ego zeigt. Es gibt hier eine Person, die viel Macht zeigt, Ego zeigt und irgendwie sehr traditionell ist. Das Gefühl wäre eine Person, die sehr traditionell ist. Und irgendwie, es gibt hier eine komplizierte Energie. Ja? Ich sehe Konflikte, auf jeden Fall sehe ich Konflikte. Und irgendwie, in manchen Fällen, eine Person verhindert irgendeine Situation hier oder eine Person zeigt irgendwie diese Eifersucht hier. Ich spüre hier Menschen, die eifersüchtig sind.
In manche Fälle sehe ich hier Menschen, die irgendwie dir das Leben schwer machen wollen. Ja, ich weiß nicht, wie das hier für dich spricht, aber das Gefühl wäre tatsächlich, es gibt hier Menschen, und in manchen Fällen rede ich über mehrere Personen, die wirklich, ich werde jetzt sagen, ich rede hier über deine direkte Familie, also wirklich, ich glaube, es hat mit deiner Familie zu tun. Menschen, die dir, stell dir mal vor, was ich dir gerade sage, Menschen von deiner Familie, die dir das Leben schwer machen wollen. Und meine Frage wäre tatsächlich hier, wenn mir meine eigene Familie das Leben schwer machen will, wo bleibt die Liebe dabei? Wo bleibt die Liebe? Deswegen sage ich, also nur weil diese Menschen von meine Familie ist, heißt nicht, ich muss alles erlauben. Nein, muss ich nicht. Weil wenn diese Menschen mich lieben würden, würden mir das Leben nicht schwer machen wollen. Denn man versteht, die Familie unterstützt dich für alles, was du machen möchtest. Die Familie ist da, um dich zu unterstützen. Die Familie ist nicht da, um dir das Leben schwer zu machen zu wollen. Oder für solche Gefühle von Eifersucht oder Neid. Was soll das? Es gibt hier Ärger. Es gibt hier Ärger und in manchen Fällen hat es sogar wirklich direkt mit deiner eigenen Mutter zu tun. Wenn das deine Mutter nicht ist, weil du keine Mutter mehr hast, ist deinen Vater oder deine Schwester oder irgendwie eine wichtige Person für dich. In manchen Fällen natürlich deine Ehefrau oder deinen Ehemann, natürlich. Es kommt drauf an, aber ich sehe hier Ärger. Ja, ich sehe hier Konflikte, Ärger. Weil es gibt hier irgendwie so eine Situation. Ich hole mir jetzt mehrere Karten. Schütze. Weißt du, also ich denke manchmal diesen Ego oder diese starke religiöse Erziehung manchmal in manchen Fällen verhindert uns mehr als was anderes. Ja, also es ist irgendwie eine komplizierte Sache hier, sage ich dir. Ja, sage ich dir, das ist die Familie. Das ist die Familie. Diese Manipulation kommt durch die Familie. Das ergibt es ja nicht, oder? Diese Manipulation kommt durch die Familie. Drei der Kelche. Es gibt hier irgendeine Freundschaft. In manchen Fällen eine neue Freundschaft. Die Karte, die Liebenden. Sternzeichen Zwilling. Aber Schütze, ich denke, ich rede hier schon über mehrere Beteiligten. Nummer 5 nochmals. Ich sehe hier diese Konflikte, was mit mehreren Menschen zu tun hat, was auf jeden Fall mit deiner Familie zu tun hat. Das ist sicher. Das hat hier direkt mit deiner Familie zu tun. Irgendwie diesen Geheimnis spürt man hier, eine Situation, worüber man nicht spricht. Es gibt hier irgendwie einen gewissen Geheimnis. Mehrere Beteiligten und auf jeden Fall eine wichtige Entscheidung zu treffen. Schütze, in manchen Fällen sehe ich eine dritte Person. Ja? Es gibt hier eine klare Manipulation durch die Familie. Und irgendwie die Familie sieht, dass es dir, dass du neu verliebt bist oder dass du irgendwie dir gut geht. Schau mal bitte jetzt in der Mitte. In der Mitte habe ich die Karte, die Kraft. In der Mitte. Also Sternzeichen Löwe ist bei dir sehr präsent. Sternzeichen Löwe. Ich weiß nicht, ob du mit so einem Sternzeichen zu tun hast. Ja. Es gibt hier Sternzeichen Löwe. Ja, einen großen, wichtigen Arkana. Ja, eine starke Leidenschaft zeigt diese Karte und auch viel Kraft. Viel Kraft, viel Mut. Und ich denke, in manchen Fällen, das ist, was du haben solltest, ja? Viel Mut und viel Kraft, weil das wirst du brauchen. Denn man merkt, du hast auf jeden Fall Schütze mit mehreren Menschen zu tun. Ja?
Und die erste ist entweder deine eigene Mutter, also es hat wirklich direkt mit deiner Mutter zu tun, sonst deine Ehefrau. Und das kann, wie gesagt, Ehemann oder Vater sein. Es kommt drauf an. Ich habe hier der Hierophant. Ja, es kommt drauf an. Aber die Familie ist stark präsent hier. Ja. Und eine klare Blockade spürt man bei dir hier. Eine klare Blockade. Ja. Denn ich spüre schon eine neue Situation, die dich glücklich macht. Es gibt eine neue Situation bei dir, die dich glücklich macht. Es kann natürlich mit einer Person zu tun haben. Aber es gibt Menschen, die eifersüchtig sind. Ich meine, okay, wenn das deine Ehefrau ist oder dein Ehemann, würde ich sogar verstehen, ja? Also wenn du mir jetzt sagst, Schütze, dass deine Ehefrau eifersüchtig ist, weil du eine dritte Person hast, also irgendwie würde ich natürlich deine Ehefrau verstehen, ja? Ja? Also in manchen Fällen würde ich dir natürlich die Freiheit geben, die du möchtest. Kein Problem. Aber die Sache ist, ich weiß nicht, wie das natürlich jetzt so spricht. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier natürlich die Ehefrau habe und dass die Ehefrau jetzt eifersüchtig ist, weil du eine dritte Person hast. Es ist zu sehr deutlich, oder? Irgendeine neue Situation zeigt sich hier. Sei wie es sei, es zeigt sich hier mit As der Kelche eine neue Situation, die in deinem Leben Konflikten bringen. Bringen Konflikten, weil irgendwie eine wirklich Herrscherin, ich rede über eine Herrscherin, sie ist mit einer bestimmten Situation nicht einverstanden. Das kann nochmals für eine Mutter reden. In manchen Fällen, Schütze, es gibt hier eine Herrscherin, an den vielleicht du sehr viel denkst. Eine Person, die man beobachtet. Bist du, Schütze, in manchen Fällen die Person, die beobachtet wirst? Gibt es hier eine Person, die nicht aufhören kann, an dich zu denken? Es kann sich, wie gesagt, spiegeln. Was sicher ist, ich sehe hier mehrere Menschen, mehrere Personen, die in eine Situation involviert sind. Für mich hat das wirklich hier mit einer familiären Angelegenheit, ich kann das einfach nicht anders sehen. Und die Konflikte sind irgendwie da, weil eine neue Situation in deinem Leben ist. Sternzeichen Krebs und Löwe sehr präsent bei dir, ja? Sternzeichen Krebs, Löwe, Stier, Waage. Es zeigt sich hier eine Reise. Irgendwie, Schütze, es zeigt sich hier schon eine Reise. Ja? Aber in manchen Fällen rede ich schon. Schau mal bitte jetzt hier. Also, die Karte der Wagen, 8. Kirche, 8. Schwerter, die Nummer 8, 8. Es gibt hier ein Gefühl von einer Situation zu verlassen. Ich möchte eine bestimmte Situation verlassen. Ich möchte mich wirklich befreien. In manchen Fällen, Schütze, es gibt hier ein Gefühl von, ich fühle mich wie im Knast, ja? Es ist sehr interessant, weil oft haben wir diese Situation bei dir, Schütze, wo du dich wie im Knast fühlst. Du fühlst dich eingesperrt. Und das hat viel, viel mit deiner religiösen Erziehung zu tun, mit deiner, wie sage ich,
mit deiner Erziehung zu tun. Diese traditionelle Erziehung. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ich sage aber, dass bei manchen Menschen es mehr ein Hindernis als was anderes. Und das ist, was ich hier spüre. Weil in Wirklichkeit, du möchtest dich distanzieren von einer bestimmten Person, eine familiäre Angelegenheit, du möchtest dich distanzieren, du möchtest gehen, ja. Aber dann kommst du wieder auf manche Gedanken, die dich blockieren, die dich wirklich stark blockieren. Und das hat mit dem Ego zu tun. Ja, also halte wirklich deinen Verstand, bring deinen Verstand zum Schweigen. Weil in manchen Fällen, diese ganzen Gedanken, die du da hast, spricht eigentlich am Ende nicht für eine Realität, ja. Aber das Gefühl ist wirklich hier, du fühlst dich wie im Knast, du fühlst dich wie gefangen. Du kannst dich nicht befreien, du kannst irgendwie dich nicht frei fühlen, das ist, was man hier spürt. Das ist, was man hier spürt. Uff, das ist schon schlimm, Schütze. Also schlimm, weil in Wirklichkeit bist du, außer du bist im Knast. Ja? Also wenn du wirklich im Knast bist, dann kann ich ja verstehen, dass du dich nicht frei fühlst. Weil sonst spielt sich das nur in deinem Kopf. Wenn du mir sagst, ja, ich bin verheiratet, ich habe Kinder, ich kann mich von der Situation nicht befreien. Du kannst dich schon befreien. Früher oder später kannst du dich schon befreien. Ja, für alles gibt es einen Ausweg. Für alles. Für alles. Gibt es immer einen Ausweg. Ja, also lasse deine Sorgen unserem Universum. Also das Universum wird wissen, was damit zu tun gibt. Weil ich spüre hier eine klare Blockade in dieser Energie bei dir, Schütze. Es gibt hier eine klare Blockade, ja? Muss ich dir schon sagen. Und das zeigt sich für diese letzte Woche, Monat Januar. Ja, es gibt hier eine starke Blockade. Ja. Nochmals, es gibt für alles immer einen Ausweg, es gibt wirklich für alles einen Ausweg und natürlich muss man irgendwie was machen, weil sonst, dass man hier eine klare Manipulation durch eine familiäre Situation hat, ist sicher. Dass man aber hier eine neue Situation sieht, wo man sogar glücklich sich fühlt oder eine Situation, wo man sich wohlfühlt und glücklich fühlt, aber dann sind andere Menschen da, die eifersüchtig sind und neidig sind und Konflikte machen. Das ist kompliziert. In manchen Fällen hat tatsächlich wirklich für dich mit einer Ehefrau oder einem Ehemann zu tun, könnte möglich sein. Aber ich meine, jeder von uns weiß, was man hier zu tun hat, ja? Also, wenn man nicht zusammenleben kann, jeder von uns weiß, welche Lösung für eine bestimmte Situation gibt. Jeder von uns weiß das. Ja? Jeder von uns weiß das. Aber wichtig ist, dass man keinen Karma bewirkt. Ja, ich kann nicht zum Beispiel in einer Beziehung sein, und dann gleichzeitig mit einer dritten Person sein. Das geht ja nicht, weil das bewirkt Karma. Und Karma, früher oder später, muss man natürlich ausgleichen. Ja? Und deswegen besser wäre, wenn man keinen Karma bewirkt. Ja? Weil Karma, also ich habe viel Respekt vor Karma. Muss ich schon sagen, aus eigener Erfahrung, von da aus. Ich habe Gott sei Dank meine schon ausgeglichen. Es war teuer, ziemlich teuer. Schütze, es war ziemlich teuer, von da aus empfehle ich dir, überhaupt gar keinen Karma zu machen. Ja. Schütze, das ist, was ich hier für dich spüre. Wenn ich dir ehrlich bin, ich bin dir ganz ehrlich, ich sehe hier eine klare familiäre Angelegenheit. Und wie das für uns, jeder von uns spricht, ist total anders. Total anders, weil nicht jeder von uns verheiratet ist, weil nicht jeder von uns irgendwie in einer Beziehung ist.
Deswegen in manchen Fällen diese Herrscherin spricht für dich, eine andere Person als für mich. Ja? Ich spüre hier halt viele Gedanken. Das was ich, was man hier spürt. Viele Gedanken, schlaflose Nächte. Über eine Person, eine Energie. Und irgendwie diese Konflikte. Augenblick bitte. Qué fuerte. Also, ich habe hier zwei Könige. Schütze. König der Kirche, König der Stäbe. Und in der Mitte eine Konfrontation. Schütze. Es gibt hier Ärger. Es gibt hier eine klare Konfrontation zwischen zwei Menschen. Feuerelement, Wasserelement. Sternzeichen Löwe, wie wir gesagt haben, aber du siehst Wasserelement nämlich auch. Es gibt fast hier einen Kampf zwischen zwei Personen. Es gibt hier klare Eifersucht. Zwei Menschen sind eifersüchtig. Oder zwei Männer sind wegen einer Frau eifersüchtig. Also irgendwie würde man hier denken, dass Menschen erfahren, dass du oder eine Person hat hier eine neue Beziehung oder eine neue Person und das bringt zu Eifersucht. Ich sehe hier mehrere Menschen, mehrere Beteiligte und in manchen Fällen tatsächlich sehe ich hier zwei Männer, die sich in einem Kampf sein werden wegen einer Frau. Eine Frau und einen Kampf. Oder einen Mann und einen Kampf. Die Sache, Schütze, ist, dass du sehr gut aussiehst momentan. Du hast eine Ausstrahlung, die anderen das sehen. Andere sehen deine Ausstrahlung. Das wird kompliziert werden, Schütze, weil manche Männer oder Frauen für dich kämpfen möchten. Es gibt hier klaren Eifersucht und irgendwie ein klares Gefühl von kostet, was es kostet, egal wie, ich werde nicht ausgeben. Ich werde nicht ausgeben, kostet, was es kostet. So ist es. Warum, Schütze? Weil du sehr viel von dir, sehr viel Reichhaltigkeit zeigst. Es gibt hier viel Fruchtbarkeit bei dir. Also irgendwie, du nochmals, es gibt bei dir eine solche Ausstrahlung und andere Menschen spüren das, merken das bei dir. Du zeigst sehr viel Stabilität, sehr viel Reichhaltigkeit. Sehr viel Erfolg zeigst du hier. Und nochmals, du hast mehrere Verehrer, ja, Männer oder Frauen, ist egal, aber die dich beobachten und die neidig sind, in manchen Fällen eifersüchtig sind. Und es gibt hier eine klare Manipulation irgendwie, also es ist interessant. Es ist sehr interessant. Es ist sehr interessant. Schau mal. König der Kirche, König der Stäbe und sieben der Stäbe in der Mitte. Ich habe hier mehrere Beteiligten. Mehrere Menschen, mehrere Personen. Es können natürlich für Frauen auch sein, weil wir reden ja nur über Energien. Von da aus spricht für einen Mann wie für eine Frau. Aber doch, ich habe hier irgendwie eine dritte Person oder so eine Situation zeigt sich hier. Oder mehrere Menschen, die mit dir was wollen, Schütze, also mehrere Personen, die mit dir was wollen und irgendwie, es kommt hier zu einem Kampf zwischen zwei Personen. Ja, so sehe ich das nämlich, Schütze.
So sehe ich das nämlich. Ich bin gespannt, wie die Legung für Februar jetzt sich zeigt für dich, aber oder habe ich das schon gemacht? Ich muss schauen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Februar für dich schon gemacht habe. Oder doch, ich muss schauen. Auf jeden Fall, es gibt hier eine wichtige Entscheidung zu treffen. Und das kommt natürlich von deiner Seite aus. Du musst hier eine wichtige Entscheidung treffen. Und ich würde sagen, in manchen Fällen musst du wirklich viel Kraft, viel Mut zeigen. Und ich würde sagen, setze Grenze irgendwie, weil es gibt hier eine dubiose Sache. Es gibt hier eine komische Situation. Ne? Ich sehe eine Reise, ich sehe in manchen Fällen eine geografische Distanz zu einer Person. Ich sehe aber noch eine Person, die noch nicht loslassen möchte, die irgendwie drängt. Weil schau mal bitte jetzt hier, Schütze, die Karte, die Kraft, zeigt sich bei dir zweimal. Also Sternzeichen Löwe ist bei dir sehr, sehr stark präsent hier. Und irgendwie spüre ich diese Kraft hier, ja, in manchen Fällen eine gewisse Manipulation, habe ich dir ja gesagt, von einer Person. Eine gewisse Manipulation, eine Person ist eifersüchtig und eine Person lässt nicht los. In manchen Fällen eine Person, wie ich dir gesagt habe, möchte dir fast das Leben schwer machen. Oder wie ist das, Schütze? Ich bin ein bisschen sprachlos. Ja? Es gibt hier eine klare Manipulation von einer Person, Schütze. Also das spüre ich voll. Und diese Person hat keine guten Intentionen. Ja? Es gibt hier eine bestimmte Person. Du wirst wissen, wer die Person ist, die keine guten Intentionen hat. Die in manchen Fällen dir sogar das Leben schwer machen möchte. Einfach so. Ja, ich bin eifersüchtig, ich mache dir das Leben schwer. Oder wie ist das? Ja? Also du bist glücklich, nicht dass du denkst, dass du glücklich sein kannst. Ich mache dir das Leben schwer. Nicht, dass du jetzt denkst, du fängst was Neues an und du bist glücklich. Nein, nein, ich lasse dich das, ich gönne dir das gar nicht. Ich werde dir das Leben schwer machen. Oh mein Gott. Schütze, du wirst mir sagen, ob ich das bin oder ob die Energie tatsächlich so ist, weil ich bin mit deiner Legung gerade ein bisschen fix und alle. Das muss ich dir schon sagen. Fix und allen, weil nochmals, ich sehe zwei klare Personen, die sich wegen dir streiten. Aber richtig, ich sage, ich rede wirklich über Streiten wegen dir. Und ja, so sehe ich das. Und das bereitet dir schon ein bisschen Gedanken. Also dieses Gefühl von ich... es kommen hier klare Veränderungen, weil ich habe die Nummer 5 und die Nummer 5 von den Hierophant. Es kommt hier zu klaren Veränderungen, zu einer Entwicklung von der Situation. Es kommen hier zu einer Entwicklung kommt hier schon. Ja, weil das musst du schon erstmal erkennen. Ja, und natürlich mit viel Kraft und Mut, das ist, was du nächste Woche haben wirst. Viel Kraft und viel Mut, dich gegen diese Situation zu stellen. Natürlich, was soll das? Ja, also du entscheidest, wie du leben möchtest. Du entscheidest für dich, was du machen willst. Und irgendwie diese mehrere Personen, ich weiß nochmals nicht, wer diese Personen für dich sind, aber es gibt hier Menschen, die manipulieren wollen. Das kann ich dir nur so sagen, weil so zeigen sich die Karten. Ja? Ja, also Schütze, in manchen Fällen ist das sogar dein Ehemann oder deine Ehefrau und eine dritte Person. Also der eine weiß über den anderen Bescheid. So ungefähr, ja? Also wenn du, verstehst du, was ich meine? Also irgendwie, man erfährt hier über eine dritte Person und man wird natürlich sehr eifersüchtig.
Das lässt man einfach nicht zu, das will man nicht zulassen und man macht hier Drama, man macht hier in manchen Fällen nochmals, es gibt hier dieses Gefühl von sich rächen zu wollen. Ja, es gibt hier ein Gefühl von Rache, ja? Also so ungefähr, es gibt hier ein Gefühl von Rache, so das ergönne ich dir nicht, das erlaube ich dir nicht, ja? Es ist kompliziert. Schütze ist kompliziert. Ich weiß nicht, wie das hier für dich spricht. Ja? Aber du siehst ja, die Energie ist die, die ich dir sage. Ich sehe in manchen Fällen doch eine dritte Person. Eine Person ist in einer Beziehung, sehr ernste Beziehung halt. Und es gibt eine dritte Person, einfach so. Und irgendwie, es gibt hier wie einen... Roman, ja, also der Mann erfährt von der anderen Mann und es gibt zu Konflikten, eine Eifersucht ist da und es gibt Kampf zum Beispiel. Oder sonst, die Frau erfährt von der anderen Frau und es kommt hier zu einem Kampf zum Beispiel, ja, also das meine ich ja, es kommt darauf an, wie das hier irgendwie spricht, aber so ein Gefühl ist das hier, dass in der Familie man eine Dreierbeziehung herausfindet, also ich erfahre über eine dritte Person und diesen Kampf spürt man hier, diese klare Manipulation und Aggressivität in manchen Fällen und sogar Rache gibt es hier. Und Schütze, das spricht vielleicht nur für zwei Personen, aber die Energie zeigt sich, vielleicht muss das jemand hören, ja? Also das ist, was ich mir denke. Es kann sein, dass jemand das hier hören muss. Aber es gibt hier dieses klare Eifersucht und Neid und überhaupt Rachesgefühl von irgendeiner Person, die einfach zu einem Kampf bereit ist. Ja? Schütze, das ist die Energie, die sich hier zeigt. Ich meine, ich bin neugierig, wie du das siehst. Also ich bin ziemlich neugierig, wie du das hier siehst. Ja? Ich kann mich von deiner Energie einfach nicht trennen, aber es gibt hier irgendwie gewisse Sorgen. Ne? Also gewisse Sorgen gibt es hier schon. Und das hat mit einer starken Erziehung, Tradition oder Beziehung, eine ernste Beziehung hier, was mit viel Ego verbunden ist. Und irgendwie gibt es dieses Gefühl hier, sehr starkes Gefühl. Aber du siehst ja, ja, ich weiß nicht, die Sternzeichen hat es ja gesagt, ja. Also auf jeden Fall, es gibt hier, man erfährt von einer dritten Person, das bringt Ärger. Das bringt Ärger. Ja, das bringt eigentlich Ärger und das kommt zu einer Veränderung. Ja, Schütze, ich könnte mich weiter wiederholen, aber ich glaube, das ist nicht der Sinn der Sache. Ich denke, das ist, was ich hier spüre für dich. Das ist, was ich hier spüre. Also, Schütze, ich danke dir für deine Likes, deine Abos. Dankeschön und bis bald, Schütze. Tschüss.